Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, Tyrannei von König George Washington. Ich bin mal gespannt, was jetzt so passiert. Ob das schon etwa das Finale ist. Wäre passend, weil es ist der 75. Part. Wirkt auf jeden Fall sehr bedrohlich und gefährlich auf mich. Mutter, es ist Zeit zu beenden, was du anfängst. Hoch muss doch. Bei George Washington an sich ist jetzt nicht so der schlechte Antagonist. Ja, jetzt macht ihr Slow Motion. Das ist natürlich klar. Echt, diese Bärenkraft ist so OP. Jetzt bis ich eigentlich nur fragt, wer sich das ausgedacht hat. Ach du Heiliger. Oh. Okay, das ist jetzt sehr schlecht. Na, das war wenigstens ein spannender Run. Und ab, run up the hill. Hallen der Ungerechtigkeit. Abgeschlossen zu 100%. So, wie geht's weiter? Jetzt sind wir beim King. Bist du endlich. Commander Washington, wenn du den Apfel aufgibst, lasse ich dich leben. Den Apfel aufgeben? Er kontrolliert dich. Ist es das, was du glaubst? Ich glaube, ich kontrolliere ihn. Obwohl ich die Möglichkeit, dass er andere kontrolliert, nie erwog. Vielleicht kann er das. Du wurdest von der Macht des Apfels korrumpiert. Korrumpiert? Nun, dann habe ich eine interessante Frage. Soll ich den Apfel aufgeben, um meine Seele zu retten? Oder willst du den Apfel für dich selbst, um Kontrolle über das Volk zu erlangen? Das Volk ist sein eigener Führer. Täusch dich da mal nicht. Ein absurder Gedanke. Aber nehmen wir an, ich würde von dem Apfel kontrolliert. Was könntest du dann anders machen? Ich würde ihn zum Wohl eines jeden verwenden.
Der Besitz des Apfels ist sowohl Fluch als auch Segen. Sag mir, wenn du die Erde beben lässt, fühlst du dich dann als Sklave des Volkes oder willst du sein Herrscher sein? Das Volk will deinen Sturz. Aber du hast nicht geantwortet. Ich bin der einzige König hier. Jetzt geht's ab hier. Ein episches Grand Finale. Dann machen wir es halt eben so. Phase 1. Oh Mist. Okay, so funktioniert das nicht. Oh Mist. Naja. Dann eben mit dem Adlerflug. Dann eben mit den Bärenkräften. Verdammt. Aber es sieht auch hier episch aus, wie ein Mosaik. Okay, das finde ich nicht so toll. Also ich glaube, wir müssen den Wolfsmantel einsetzen. Na also. Haben wir deutlich mehr Kugeln. Ah, Mist. Und noch mehr Kugeln, wobei jetzt macht das anders. Okay, ich glaube, ich verstehe. Was sagst du? Blöd gelaufen, nicht wahr? Okay, jetzt wollen sie wieder, dass wir hier verschwinden. Okay, jetzt geht das wieder ab. Ich töte dich für das, was du getan hast. So, jetzt brauchen wir den Bär. Oh Mist. Mann. Verdammt. Scheint selbst unbesiegbar zu sein.
Und jetzt? Jetzt soll ich mich eigenständig fortbewegen. Achso, und wahrscheinlich den finalen Schlag dürfen wir wieder mal nicht selbstständig ausführen, oder? Hadon Hagedon, ich starb beim Versuch, Washington zu töten. Aber ich flehe dich an, begehre nicht den Apfel. Mein Sohn, ich sorge mich um dich. Die Seelenreisen haben dich verwirrt. Gib deinen Kampf um den Apfel auf. Bitte, mein Sohn, bitte. Jetzt ist die Gelegenheit. Nimm den Apfel. Nimm ihn. Nimm ihn. Ach du Heiliger. Plottwist, oh mein Gott. The Sixth Sense. Commander. Nimm ihn weg. Nimm ihn mir weg. Ich will ihn nicht. Kein Mann sollte eine solche Macht besitzen. Versenkt ihn im Meer. Beschwert ihn und versenkt ihn in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Wie gesagt, wir durften ihn mal wieder nicht selbst töten, auch wenn es letztendlich eine Illusion war, die durch den Apfel kreiert worden ist. Wow, also das ist doch mal ein Plot-Twist auf M. Night Shyamalan-Niveau. Wie lautet eigentlich unser Kurs? Commander Washington. Ich dachte, ich wäre allein. Verzeiht bitte die Störung. Das ist schon gut. Sieht ganz nach einer Pattsituation aus. Ich fürchte, ja. Darf ich anmerken, Commander, eine Republik kann in einer Welt mit so vielen wettstreitenden Mächten nicht überleben. Ich bitte um Verzeihung. Gewählte Organe, ganz sicher. Dafür haben wir gekämpft. Damit die Nation gedeiht. Damit die Nation erblüht, muss die Schwäche einer Republik von einem mächtigen Mann im Zentrum ausbalanciert werden. Ein mächtiger Mann, Commander, der, wenn ich so frei sein darf, in den Augen der Welt an Größe gewinnt, wenn er den Titel eines Königs erhielte. Sir, ich glaube, ich kann euch aufrichtig antworten. Euer Vorschlag bedeutet das größte Unheil, das meinem Land zustoßen könnte. Ihr hättet niemanden finden können, dem euer Plan mehr missfiele. Ich bitte euch inständigst, falls euch etwas an eurem Land liegt, an euch selbst und euren Nachkommen, falls ihr mich respektiert, dann verbannt diese Ideen aus eurem Hirn. Sprecht nie wieder, egal ob zu euch selbst oder zu anderen, über einen solchen Gedanken. Das stand gerade derartig und nicht solch. Wir sind hier fertig. Bist du wieder zurück? Ja. Zurück. Bring uns zurück. Du bist doch hier der Steuermann. Der Aquila. Ist das jetzt hier was Neues? Ne, ich glaube, das sind keine neuen Credits. Ich überspringe es einfach mal, weil ich frech bin. Kommt es nicht nochmal, weil es die Episode beendet, oder sind wir tatsächlich durch? Ja, Leute, so traurig das auch klingen mag, das
war es mit meinem Let's Play zu Assassin's Creed 3. Ich gebe jetzt vielleicht noch eine kurze Meinung ab zu Die Tyrannei von König Washington. Ist ein netter DLC, auch wenn es letzten Endes eine total absurde Story ist, die nur letzten Endes von ihrem Twist am Ende lebt. Aber es war nett und imposant anzusehen. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel großartig verbessert. Ich würde dem Spiel jetzt dennoch 70% geben. Mehr ist da einfach nicht drin. Ich mag einfach das Spiel nicht. Und der DLC hat es nicht wirklich gebessert. Aber er hatte wenigstens einige gute Ideen mit den Tiergeistern. Und diesem Paralleluniversum. Und dass man bis zum Ende nicht wusste, was abgeht. Das war cool. Aber großartig Wiederspielwert hat das Ganze nun auch wieder nicht. Vielleicht erwähne ich dazu noch mehr in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt zum Paketmenü, denn ich möchte das nächste Let's Play ankündigen, das nicht in dieser Playlist endet. Und ja, auch das nächste Let's Play wird höchstwahrscheinlich ein bisschen unter meinem Schnupfen leiden. Der leider nicht weggeht. Also ich weiß nicht, warum ich so krankheitsanfällig mittlerweile bin. Liegt wahrscheinlich an meinem hohen Alter. Ja, von einem uneleganten Spiel kommen wir zu einem noch uneleganteren. Assassin's Creed Liberation Remastered ab morgen hier auf CLPG Valve X. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.